organisierst du inzwischen den Jungbäuerinnen- und Jungbauernkalender? Wir sind jetzt im dritten Jahr, also wo ich das organisieren darf, als Projektleiter. Und muss sagen, jedes Jahr, es macht Spaß. Ich habe heute schon gesagt, ich freue mich dann auch wieder, alle Jungbäuerinnen und Jungbauern zu treffen, zu sehen. Und dann der Abschluss heute mit der Präsentation ist für mich dann der Start für den Verkauf. Also mir wird es nicht langweilig, aber es ist eine schöne Arbeit und macht Spaß. Jetzt habe ich mir den Kalender durchgeschaut und habe mich gefragt, gehen uns in Österreich die schönen Bäuerinnen aus? Weil es sind relativ viele deutsche Mädels dabei. Nein, ich glaube, uns gehen die schönen Frauen nicht aus. Also wir sind immer offen für weitere Bewerbungen. Wir hatten ja letztes Jahr über 400 Bewerbungen in Männern und Frauen. Und das ist so praktisch die Spitze, die wir ausgesucht haben, die jetzt im Kalender abgebildet ist. Der Jungbauernkalender ist ein deutschsprachiges Produkt. Wir sind im ganzen deutschsprachigen Bereich unterwegs. Ist auch natürlich toll, dass man jetzt als österreichische Firma oder als österreichisches Unternehmen so ein Produkt machen kann. Und deswegen, die deutsche Grenze steht am Papier, aber gibt es für uns nicht. Alissa, du bist eine der doch vielen deutschen Models im Jungbauernkalender Österreichs. Hat Österreich keine schönen Frauen mehr? Müsst ihr uns retten? Nein, aber Bayern muss natürlich auch vertreten sein oder Deutschland. Wie bist du auf die Idee gekommen, da mitzumachen? Ich wurde beworben, das war nicht meine Idee, bin aber trotzdem sehr froh. Und jetzt hast du ja wunderschöne Fotos gemacht und im Kalender ist ja auch eins zu sehen, sehr spärlich bekleidet. Was sagt denn dein Freund dazu? Es war sicher nicht die beste Idee, die ich je hatte, das wird er sicher so sagen, aber es ist in Ordnung für ihn. Was sagen deine Eltern dazu? Familie? Die haben sich eigentlich alle sehr mit mir gefreut, weil die ganz genau wissen, dass mir das Modeln so Spaß bringt und ja. Genau. Wie war es für euch, euch so zu zeigen? Es war am Anfang ein bisschen Herausforderung. Man muss schon ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen. Aber in der Situation, man fühlt das Ganze dann und man lässt komplett los und genießt den Augenblick einfach. Und ich habe vorher deine Reaktion gesehen, wie du dein Foto gesehen hast. Gefällt dir nicht oder gefällt dir? Schon, es ist so, so mega, weil es einfach so Wahnsinn ist, was die da aus einem rausgeholt haben, weil man glaubt ja noch nicht, dass eigentlich für ein Riesenpotenzial in einem steckt. Und es ist so unglaublich, wie es dann auf so einem großen, wunderschönen Foto auch zum Sehen. Es ist echt, ich konnte es immer eigentlich überhaupt nicht glauben. Und ihr seid echte Bäuerinnen. Das ist kein Schwindel, ihr seid wirklich Bäuerinnen. Ja, tatsächlich. Und dann denke ich mir, ja, ich bin ja auch eigentlich ein Bauernmädel, ich komme eigentlich vom Weinbauer her, denke ich mir, das ist die beste Gelegenheit, jemanden kennenzulernen. Und wenn ich mal schon mal mit dem Ausgesagt habe, ja, eigentlich du bist auch ein Fashion Killer, aber du bist ja auch schon vergeben, habe ich leider ein Pech, aber da sind schon ein paar gute Kandidaten. Wenn du dir den Kalender jetzt so durchblätterst, gibt es da was, wo du schwach werden würdest? Da gibt es, glaube ich, jetzt einen Monat, wo man schwach wird. Tara, du bist sicher nicht wegen den Jungbäuerinnen hier, oder? Ja, also ich finde Frauen natürlich auch schön und ästhetisch, aber ich stehe immer noch mehr auf Männer. Hast du schon ein paar Fotos gesehen vom Kalender? Weißt du, was auf dich zukommt? Ich habe noch gar keine Fotos gesehen und ich bin schon super gespannt, ob da ein paar cute Boys dabei sind. Letztes Jahr waren ja ein paar cute dabei, aber die meisten waren vergeben. Also ich hoffe auf ein paar Single-Bauern. Das heißt, der Mann ist noch Single, ja? Warum? Ja, ein Zauberer verrät nie seine Tricks. Aber die Tara wäre doch eine tolle Frau. Ja, absolut. Und du würdest bitte die Welt sehen, weil sie wohnt in London großteils? Ah ja, da kann ich wahrscheinlich schon schmeißen. Ah, ja. Oder könntest du dir vorstellen, am Bauernhof zu ziehen? Ich bin am Bauernhof aufgewachsen, also ich würde mich da schon zurechtfinden. Und du bist doch wirklich Bäuerin? Nein, nicht direkt Bäuerin. Wir haben früher ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen gehabt, wurde aber aufgelöst und mittlerweile wir haben noch Flächen und alles, Hallen und Pferde eben, aber nicht in dem, also ja. Aber arbeitest du am Hof oder so mit? Ja, also im Stall, genau, bei den Pferden. Jetzt
reizt, nur als ehemaliger Mr. Austria, wenn man sich den Männerkalender anschaut, würde es dich noch reizen, auch noch einmal so aufzutreten? Tatsächlich, das Jungfrauenkalenderprojekt würde mich sicher reizen, eben weil man auch zu einer Woche Urlaub eingeladen wird, man hat so eine Lebensphase, die man da irgendwie mit so, mit Party, mit... Ja, aber das hast du ja als Veranstalter auch. Ausziehen oder nicht ausziehen? Naja, als Veranstalter ist man der Erste oder der Letzte. Würde mich schon reizen, also tatsächlich, weil das Projekt einfach cool ist, weil es aufstrebend ist, weil es professionell ist und warum nicht?